Grüße und willkommen, Bumoshis, hier beim neuen VR-Mod-Video. Diesmal zeige ich euch Street Fighter 6 in VR. Das Ganze wird möglich gemacht mit der RE-Framework von Praedog, denn Street Fighter 6 ist von Capcom und Capcom benutzt ihre hauseigene Engine, die RE-Engine oder RE-Engine. Und deswegen können wir das Ganze jetzt auch in VR zocken. Denn seien wir mal ehrlich, die Versuche in VR ein Beat'em-up zu machen, waren bis jetzt mehr kläglich als irgendwie gut. Wir haben zwar Versuche, sowas in die First Person zu bringen, wo wir dann physikalisch kämpfen, aber das funktioniert nicht. Du kannst diese Moves, die wir aus Street Fighter oder Mortal Kombat nicht kennen, nicht in echt nachmachen. Und selbst in First Person durch Button-Eingaben wäre das einfach nicht so geil. Jetzt haben wir die Chance, ein Beat'em-up in VR zu zocken. Ich bin jetzt nicht der größte Beat'em-up-Fan, aber ich habe schon öfters gedacht, wenn ich Mortal Kombat oder Street Fighter gespielt habe, das wäre doch cool, als Zuschauer von der Seitenlinie zuzuschauen, wie die Typen sich auf die Fresse hauen. Und das können wir jetzt dank der VR-Mod erleben. Wie ihr das Ganze installiert und was ihr beachten müsst, zeige ich euch natürlich jetzt in diesem Video. Wie immer müsst ihr das Spiel haben, um das überhaupt in VR spielen zu können. Und bevor ich das jetzt vergesse, was ich fast immer tue, denkt daran, dass ihr bei dem Spiel auf Eigenschaften geht und in Steam den VR-Modus deaktiviert. Den VR-Kinomodus deaktiviert. Ansonsten würde das im VR-Kinomodus starten. Das möchten wir nicht. Deswegen macht diesen Haken raus. Habt ihr das gemacht? Geht ihr auf die GitHub-Seite von Praedog. Den Link packe ich unten in die Beschreibung. Und das ist jetzt in den Night Releases. Das sind Beta-Releases, frühe Versionen, die nicht final sind und Bugs enthalten können, aber immer die aktuellste Version ist. Und auch nur da ist momentan Street Fighter 6 VR drin. Dann nehmt ihr unten die sf6.zip, klickt da drauf und ladet sie runter. Habe ich schon gemacht. Das Ganze entpackt ihr dann. Dann habt ihr hier diese 5 Dateien und dieses Verzeichnis. Diese Datei ist nur ein Platzhalter, da steht nur drin. Wenn ihr OpenVR API benutzen möchtet, müsst ihr die OpenXR löschen. Umgekehrt müsst ihr die OpenVR löschen. Die Sache ist, ihr könnt in-game das Framework User Interface mit dem Motion Controller bedienen. Dieses Spiel hat keinen Motion Controller Support, aber das Menü bedient ihr mit den Motion Controllern. Die müsst ihr anhaben. Ich habe festgestellt, wenn ich OpenXR Loader benutze, kann ich meine Index Controller nicht benutzen. Ich muss dafür OpenVR API nehmen. Das kann natürlich sein, wenn ihr auf der Quest seid, dass das genau bei euch umgekehrt ist, dass ihr die OpenXR Loader nutzen müsst, anstatt die OpenVR API. Wenn ihr im Spiel seid, was ich später erkläre, wie ihr das User Interface benutzt und das nicht auftaucht, tauscht einfach diese beiden Dateien untereinander aus und dann sollte es im Idealfall funktionieren. Ihr könnt aber jetzt erstmal alles kopieren. Geht in euer Spieleverzeichnis, das kann direkt das Hauptverzeichnis sein, einfügen. Ich habe schon mal die vorige Version installiert, deswegen werde ich jetzt die bestehenden überschreiben, quasi updaten. Dann habt ihr alles installiert. Da ich ja jetzt OpenVR API benutzen möchte, tue ich jetzt einfach die OpenXR Loader löschen und somit habt ihr die Mod fertig installiert. Ihr müsst keine weiteren Schritte machen. Wenn ihr natürlich noch weiter ins Detail gehen möchtet und euch reinfuchsen wollt, könnt ihr noch die REFW-Config-Text öffnen. Dort könnt ihr noch eine ganze Sache von Hand einstellen. Es kann nämlich sein, dass ein paar Einstellungen in dem User Interface nicht gespeichert werden. Die könnt ihr dann hier fest einstellen. Im Grunde genommen müsst ihr aber eigentlich nichts ändern, außer die Taste für Blick neu zentrieren. Und die wird aber gespeichert. Und wenn ihr das alles erledigt habt, könnt ihr das Spiel starten. Dann sehen wir uns jetzt bei dem Gameplay. Ihr seht jetzt, dass die Framework sagt, dass sie initialisiert. Die ist es jetzt noch nicht VR. Ihr müsst da einfach einen Moment warten. Dann sollte das Ganze in VR starten. So, jetzt ist es in VR gestartet. Das Bild ist jetzt zum Beispiel bei mir nicht vernünftig zentriert. Dafür muss ich jetzt die Taste fürs Bildzentrieren neu definieren. Ihr müsst dafür den linken Controller nehmen, die Hand in Fläche auf euch zeigen und dann mit dem rechten Controller drauf zeigen. Das ist ein bisschen fummelig, aber sobald ihr die richtige Position habt, sollte das kein Problem sein. Aber Recenter Key habe ich doch gesetzt. Warum geht das nicht? Habe ich das nicht fokussiert? Aber einen Moment. Doch. Taste war definiert, das Fenster war nicht fokussiert. Deswegen, wenn die Eingaben nicht funktionieren, ist das Spielefenster nicht fokussiert. Das ist diese Taste, die ihr definieren solltet. Es muss nicht Leerzeichen sein, ihr könnt ja irgendeine Taste aussuchen, aber Leerzeichen ist halt schön in greifbarer Nähe.
Wenn ihr den Story-Modus spielt, müsst ihr aber bedenken, dass ihr damit eure Handy-App im Spiel aufmacht. Also nicht wundern, aber das ist dann auch, so oft müsst ihr euch nicht zentrieren. Und bei diesen Einstellungen müsst ihr eigentlich nichts weiter machen. Ihr könnt halt, wenn ihr wollt, Sachen wie, da hier forciert ihr Anti-Aliasing aus, wenn ihr Anti-Aliasing anhaben möchtet, macht ihr da den Haken wieder raus und dann habt ihr das soweit voneinander. Hier steht jetzt, dass die hardwarebeschleunigte GPU-Planung eingeschaltet ist. Das kann sein, dass ihr extrem niedrige FPS habt, falls ihr diese Option eingeschaltet habt und auf mittelstarken oder schwachen Rechnern spielt. Falls das zu viel ruckelt, schaltet diese Option aus, falls sie nicht schon ausgestellt ist. Wenn ihr ein High-End-Gerät habt, eine 4000er-Reihe oder eine 3090 Ti oder so, wird das keinen Unterschied machen. Ich habe das getestet, diese Einstellungen machen absolut keinen Unterschied auf dem High-End-Gerät. Deswegen, rein theoretisch könnt ihr es ignorieren, bei niedriger FPS schaltet diese hardwarebeschleunigte GPU-Planung in Windows aus. Und das ist im Grunde genommen alles, was ihr für die Einstellung, Grundeinstellung machen müsst, um das in VR zu spielen. Ihr seht jetzt natürlich, hinten ist so ein blaues Ding. Das kann ich jetzt hinterher machen. Das ist eigentlich das Hauptmenü. Das müsste eigentlich in Flat direkt vor euch sein. Ich hoffe, dass das noch gefixt wird. Das ist einfach zu weit weg. Links ist quasi der Singleplayer-Story-Modus. In der Mitte ist der Multiplayer-Part. Also diese Hub-Area, wo ihr gegen andere Spieler spielen könnt. Und rechts ist der klassische Street Fighter 4 Modus, wo ihr dann den Arcade-Modus mit den einzelnen Spielercharakteren Story spielen könnt. Mit Zangief, Cammy, Ryu und so. Oder halt traditionell Couch-Koop, sage ich schon, hier lokal 1 gegen 1. Wir springen jetzt einmal ganz kurz in den World Tour Modus rein, wo ich euch da ein bisschen Gameplay zeige. Und dann gehen wir einmal in den Arcade-Modus vom regulären Street Fighter und da zeige ich euch dann auch nochmal, wie sich das Ganze spielt. Ihr müsst bedenken, hier wäre jetzt eigentlich auch ein blauer Hintergrund. Wie gesagt, die HUD-Elemente sind nicht 100% perfekt angepasst, weil die verschiedene Ebenen haben. Das ist nicht eine Fläche, die nur voraus projiziert ist oder wie auch immer. Ich hoffe, dass sowas noch gefixt werden kann. Es ist aber kein Abbruch, wenn es nicht so ist. So, hier wären wir jetzt in der Open World Hub Area. Ich habe jetzt schon ein bisschen reingespielt. Ich bin auch schon Stufe 20. Das hat alles mit Story, Zwischensequenzen. Die Zwischensequenzen sind übrigens auch komplett in VR, da kann ich auch gleich mal mit einer abspielen. Ja, das Ganze ist jetzt vollends in VR. Ihr könnt mit dem Controller drehen, hoch, runter. Wenn ihr hier im freien Spiel seid, ihr könnt in den Optionen FPS einstellen bis 120 FPS. Hier, wenn man rumläuft, kann man auch die 120 FPS erreichen. Wenn ihr jetzt in einem Kampf seid, kann es sein, dass euch die Bewegung nicht mehr flüssig vorkommt. Das liegt daran, dass das Spiel während des Kampfes auf 60 FPS runter regelt. Das hat den Grund, da dieses Spiel ein kompetitives Beat'em-up ist gegen andere Spieler und es muss irgendwo ein Kompromiss gemacht werden, es traditionell ist, oder was heißt traditionell ist, es ist eigentlich in der Regel, dass dann 60 FPS gelockt sind, damit keiner einen unfairen Vorteil hat. Hätte man jetzt 120 FPS könnte man viel besser, viel feiner auf die Angriff-Frames und Invisible-Frames reagieren, wie es mit 60 FPS wäre, wenn der andere quasi weniger FPS hätte als man selber. Das wäre ein absolut unfairer Vorteil. Deswegen sind Kämpfe auf 60 FPS limitiert, da, ja, ich sag mal so, die Xbox und PlayStation 5 vielleicht schaffen könnte, mehr als 120 FPS zu kriegen. Mehr als 60 FPS kriegen zu können, aber damit da keine Dips und sowas kommen, wird das auf 60 FPS runtergeregelt. Lange krumm gelabert, aber nur so als Hintergrundinfo. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das so niedrig ist. So, jetzt können wir zu einem Lulli rennen. Und den zu einem Kampf herausfordern. So, ich pausiere das jetzt mal eben einmal. Das kann man jetzt einfach. Ihr seht jetzt, dass mein Energiebalken so angeschrägt ist. Und diese blauen Rechtecke sind auch angeschrägt. Die müssten eigentlich gerade am HUD sein. Und auch hier unten, wo die 2 steht, diese Aufladeanzeige für meine Super Arts. Müsste eigentlich auch gerade sein. Das sind halt Layers, die nicht zum Haupthard gehören und deswegen passen die nicht. Ich hoffe, dass das fixbar ist, aber auch das stört eigentlich nicht. Denn eigentlich ist nur wichtig die Zahl 2. Den Fortschrittsbalken kann man grob erkennen. Und oben die HP-Anzeige, die ist eigentlich auch einwandfrei erkennbar. Von daher sollte das nicht das Problem sein, um das erstmal so in VR genießen zu können.
Die in der Anzeige des Gegners ist eine bewegbare Anzeige. Das ist im Story-Modus so, weil das mehrere Gegner sein können, die auf einen zukommen. Wenn man aber einen richtig großen Hauptkampf hat gegen eine wichtige Figur, sind beide Balken oben positioniert. Ich wackel gerade mit dem Kopf, weil ich da quasi nicht mit dem Finger hinzeigen kann. Ja, und so könnt ihr das Ganze dann richtig geil in VR genießen. Ihr seid dann quasi auch Zuschauer, bloß nicht auf der Seite, wo die Dullis stehen, sondern halt auf der anderen Seite und schaut dann zu, wo euer Charakter, anderer Charakter auf die Fresse haut. Auf die Fresse! Ich bin richtig schlecht in solchen Spielen. Ja, wenn man dann den letzten Schlag mit diesem Super Arzt macht, ist natürlich dieser Effekt auch komplett in VR, was ziemlich geil ist. So, jetzt haben wir ein paar Meilen gekriegt, ein bisschen Kohle. Ja, und so könnt ihr das Ganze dann richtig geil in VR zocken. Wir gehen jetzt mal einmal in den Arcade-Modus. Den zeige ich euch jetzt auch noch mal einmal. So, hier kann man dann gegen anderen Spieler hier lokal zocken, falls ihr ein zweites Gamepad habt und einer mit euch zocken will. Teamkampf ist, glaube ich... Ja, das ist halt Teamkampf, dass du dann 2 gegen 2 machst. Entweder spielt der Computer mit einem Spieler und der andere Computer mit einem Spieler oder ihr spielt beide gegen 2 Computerspieler. Auf jeden Fall, das sind halt die Modi, die man kennt. Arcade ist halt der klassische Modus Geschichte. Ihr wählt einen Charakter aus. Das ist eine Anfangsgeschichte. Dann habt ihr. Könnt ihr euch aussuchen, wie viele Matches. Ich glaube von 5 bis 20. Ne, wie viele Gegner gibt es denn? Wir nehmen jetzt mal Cammy. Katze. Ja, auch das ist alles in VR. Wählt ein Outfit aus. Stages, genau. 5 oder 12 Stages wählt ihr dann aus. Und dann spielt ihr die Stages durch bis zum finalen Boss. Und dann gibt es die Endgeschichte. Und dann habt ihr quasi die Story dieser Figur gespielt. Das ist halt das Standard Street Fighter, wie man es kennt. Rundenanzahl, Schwierigkeitsgrad normal. Krieg wahrscheinlich aufs Maul, weil das voll schwer ist und ich das nicht kann. So. Ja, das sind jetzt nur Comic-Strips, sag ich mal so. Das ist jetzt flatten Leinwand von mir. Aber die Zwischensequenzen in der Story-Modus zeige ich euch gleich auch noch einmal. Die sind komplett in VR. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Und hier wird das Spiel nicht... Hier ist das nicht richtig in 3D dargestellt. Das ist ein bisschen schade. Man kann ein bisschen Grimassen schneiden. Das war jetzt grafisch nicht gut dargestellt. Aber das hier ist jetzt wieder ein VR. Und jetzt gibt es auch die Fresse. Also von ihm, nicht ich ihn, sondern... Ey, du Sau. Oh, das hat ja relativ gut geklappt. Oh, die hat eine Mitzi. Wieso hat denn die eine Mitzi? Es kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen einfacher ist, weil das der erste Kampf von 5 ist und das wird danach ja halt immer schwieriger. Ey, darf ich auch mal schlagen, blöde Potzer? Scheint nicht. Du blöde Drecksau. Ja, komm her. Kann ich auch die Scheiße, blöder Pisser. So, da hat der richtig aufs Fressbrett gekriegt. Das sieht richtig geil aus in VR. Ja, und der Popo ist auch in VR. Ja, das ist jetzt stilistisch, aber die Charakterfigur ist 3D, das hat es halt flat und das, die Grafikeffekte hier, die sehen ein bisschen komisch aus, aber... Ja, das sieht jetzt auch wieder falsch gerendert aus. Die beiden Augen... Wir ziehen die Figur falsch, jetzt muss ich gegen Blanka.
Beginning operation. Showtime! Round 1. Mal ganz kurz. Ihr müsst das dann für euch ausprobieren. Ich habe das jetzt noch weiterhin auf 90 Hertz stehen, das Headset. Ich habe das mit Motion Smoothing probiert. Das sah überhaupt nicht gut aus. Ihr könnt aber, wenn ihr das Headset habt, welches das unterstützt, auf 120 Hertz setzen. Die FPS dann jetzt im VR auf festgelegt und dann auf 60 runterdrosseln. Ich zeige das mal eben einmal kurz. Dazu könnt ihr, geht ihr auf das Zahnrädchen, geht auf 120, Video, Videoeinstellung pro Anwendung. Geht da drauf, macht Drosselverhalten auf festgelegt und ups, geht dann da auf 60. Damit ist euer Headset auf 60 Hertz oder 60 FPS fixiert. Also ich habe da jetzt persönlich keinen Unterschied gemerkt. Aber kann sein, dass das vielleicht für manche recht angenehm ist. Und dann habt ihr Street Fighter 6 in VR. Ich zeige euch jetzt noch einmal kurz eine Zwischensequenz aus dem Story-Modus. Gehen wir auf die Gallery. Ja, möchte ich. Zwischensequenzen. World Tour. Nehmen wir jetzt irgendeine. Nehmen wir mal die. Das Ganze ist jetzt auch in VR. Bosh, come on, man. Are you really gonna be the type to jump before you think? Ich glaube, Licht flackern soll nicht so sein. Ja, da sind wieder feste Kamerapositionen und Fahrten. Also da müsst ihr dran denken, falls ihr leicht unter Motion Sickness leidet. Da hinten sind ein bisschen Grafikfehler. Und das sollte ein kurzer Eindruck von Street Fighter 6 in VR sein. Das Spiel kostet 60 Euro. Also ihr müsst wirklich wissen, ob es euch das wert ist. Ihr müsst halt Beat'em-ups mögen. Ich wollte das Spiel so oder so haben, ohne dass ich jetzt dran gedacht habe, oh Moment mal, das ist ja die Re-Engine. Kann sein, dass es das irgendwann im VR spielbar ist. Ich wollte das Spiel einfach so haben, weil ich Bock auf den Story-Modus, auf die World Tour hatte. Mit meinem eigenen Charakter dann halt die Street Fighter-Geschichte, ja, ist ja nicht die Street Fighter-Geschichte, aber halt mit meinem eigenen Charakter die berühmten Street Fighter-Charaktere zu treffen, die hast du dann als Meister, mit denen kann man dann trainieren, du kriegst neue Fähigkeiten. Das hat mich halt gereizt und dann jetzt, das ist ein VR, das ist natürlich mega geil. Die Praedog-Mod kostet natürlich nichts, wenn ihr das Spiel habt und eine VR-Brille, probiert es aus. Ist auf jeden Fall spaßig, ich hoffe, dass dann noch Fixes kommen oder dass er das noch gefixt kriegt. Aber ich vermute, dass er das erstmal nur gangbar gemacht hat, denn er arbeitet ja immer noch an der Unreal Injector Mod. Und die wird vermutlich höhere Priorität haben, als die HUDs in Street Fighter 6 anzupassen. Das ist es, worauf ihr euch einrichten solltet, wenn ihr das Ganze in VR spielt. Ich finde es ganz cool. Und wenn ihr das ausprobiert habt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.